Zane was vor ein paar Jahren and he had wirklich all mein Bilder gemacht, from Natural, from my Boyband, from my Agnes Projects, from my Familie, alles. Ich liebe Mike Casados Fotos so. Also ich kenne ihn schon sehr lange und ich weiß auch, wie er arbeitet und das ist immer eine große Hilfe, weil Mike jemand ist, der genau weiß, was er will, wie er das umsetzen will und er weiß auch, wie er seine Leute dazu bekommt, dass man das so macht, wie er das gerne möchte. Ich möchte alles haben hier, wirklich, alles ist wirklich, wirklich toll. Cool Location, cool ausgedacht, ich meine, es ist immer anders bei Mike Casados so. Ich muss sagen, es passt alles. Also die Möbel passen, das Ambiente ist toll, sind viele Kommis hier. Ich hole mir eigentlich von überall Inspiration. Durch das Reisen ist man in so vielen schönen Hotels und bekommt auch ein Gespür für edles Design. Und wenn man hier drin ist, weiß man, wo die passenden Möbel dazu findet. Und deswegen, ich komme wieder. Sei Italiana. Hey, claro. Ma, sono Siciliana. Ja, ich sehe zum ersten Mal, ehrlich gesagt, hier dieses Carré Kraftwerk. Und ich bin begeistert, muss ich sagen. Ja. Tolle, tolle Location. Ich habe schon ein, zwei Sachen in meinem Ausdruck hier. Ja. Vielleicht schlage ich noch zu. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen Erlebnis einkaufen. Das ist cool, weil du normalerweise gehst halt her und willst ja vielleicht nicht unbedingt dringend irgendwas, aber du wirst inspiriert. Ich muss gestehen, die Möbel reißen es schon raus. Carré ist ein Muss. Es macht einfach Spaß hier, sich aufzuhalten, wie ein Riesenwohnzimmer. Ich bin tatsächlich zum ersten Mal hier, ja, und ich bin absolut fasziniert und begeistert. Ich glaube, ich habe niemanden heute wirklich beachtet, ich möchte die ganze Zeit immer was Neues entdecken. Ach, eine Lounge. Carré ist immer etwas Besonderes, ist Design, modern. Das, was wir gesehen haben, das war auch so. Das war so ganz schön echt. Sky Dumont, so ein schöner Mann. Ein Rosenshooting auf den Dächern von Frankfurt. Er kam in mein Studio und meine Frau sagte Buongiorno. Vorher hieß es, oh, der Ralf Bauer, darf man nicht ansprechen, der trinkt heißes Wasser. Ja, und seitdem, wenn ich in Frankfurt bin, schlafe ich immer bei denen zu Hause. Fällt ab und zu mal die Treppe runter, aber ansonsten. Weil, wenn ich in die Gesichter der Gäste schaue, dann sehe ich zufriedene Gäste und was will man als Gastgeber mehr? This is Ibiza.